Diese Aufgabe im IC-Dienst steht ihr deutlich besser. Doch die Universallok kann eben alles, auch Regionalzüge ziehen. Seit einiger Zeit helfen die 182er der DB nicht nur im Fernverkehr aus. Ausgerüstet mit einem Nahverkehrspaket rollen sie jetzt nach ersten Erprobungen bei DB Regio. Seit Dezember 2011 fahren 182er auf der RE-Linie 2 zwischen Cottbus, Berlin und Wismar. Ein- und Ausfahrt in Berlin Zoologischer Garten. Mittlerweile sind alle 25 DB-Loks von Schenker Rail zu Regio übergegangen. Auf einigen Linien sollen sie die Baureihen 112 und 114 ablösen. Als Aushilfe für nicht zugelassene Talent 2 rollen ab dem Fahrplanwechsel 2009 die ersten 182er bei DB Regio zwischen Leipzig und Cottbus. Noch fehlt das Nahverkehrspaket, ein Pappschild dient als Zugzielanzeiger. In Finsterwalde wird planmäßig gehalten. Seit Dezember 2010 gehören 8 Maschinen zu DB Regio Dresden. Im Einsatz sind sie auf der Linie S1 zwischen Meißen, Dresden und Schöna. Einfahrt in den Bahnhof Königstein. Das Elbtal mit all seinen Reizen gibt nun den Hintergrund für eine der schönsten L-Loks der Gegenwart. Ursprünglich war die Beschaffung des österreichischen Taurus gar nicht vorgesehen. Erst die Weigerung der ÖBB, die Baureihe 152 auf ihren Gleisen zuzulassen, führte 2001 kurzfristig zur Bestellung von 25 Loks, die zunächst im Güterverkehr eingesetzt wurden.
Für 230 km/h ist die Baureihe 182 zugelassen. Für den normalen DB Regio-Verkehr kaum nutzbar. Auch die Leistung von 6400 kW wird im Nahverkehr kaum Verwendung finden. Vielleicht werden die schmucken E-Loks auch in Deutschland eines Tages planmäßig vor hochwertigen Zügen unterwegs sein.